herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und in dem heutigen Video geht es um das Thema Steine, wie jetzt hier zum Beispiel diesen Biberfußdachziegel und dessen Nutzen der verschiedenen Steine im Garten. Wie ihr auch schon sehen könnt, habe ich jetzt ein paar Dachziegel, die wir von unserem alten Schuppen haben. Mussten wir abdecken und die habe ich jetzt einfach dazu genutzt, um die an die Zwetschge zu legen. Hat den gleichen Nutzen wie hier jetzt bei den Hochbeeten, bei den Melonen. Dient einfach dazu, dass die Steine sich über die Sonne aufwärmen sollen und die Wärme dann nach und nach abgeben, auch in der Nacht. Dadurch haben da jetzt zum Beispiel die Pflanzen hier und die Bäume etwas wärmer. Ich habe auch die Steine im Schrebergarten bei mir, um meine Bäume so hingelegt. Ist jetzt eine Art Sonnenfalle. Dadurch wachsen halt die Pflanzen kräftiger, die Früchte reifen eher und das ist halt ein ziemlich guter Nebeneffekt. Aufgrund der Tatsache, dass die Steine natürlich auch Wärme aufnehmen, habe ich jetzt hier auch im Garten einige Steinhaufen aufgebaut. Damit, wenn man es richtig machen kann, kann man auch viele verschiedene Tiere ansiedeln, zum Beispiel auch Reptilien und Echsen. Wenn man den Haufen jetzt so aufbaut, dass ich zum Beispiel vorne oder an der Südseite oder an einer bestimmten Stelle die Steine aufwärme, hat man halt so einen gewissen Sonnen- oder Wärmeplatz. Und wenn man an diesen Haufen so aufbaut, dass innen drin es schön kühl ist, man kann es auch zum Beispiel mit einer Steinmauer machen, dann hat man so zwei Bedingungen, um solche Wärme- und Kälteblütler, sage ich mal, so diese Reptilienarten anzusiedeln. Die mögen nämlich warme Standorte. Deswegen machen wir ja zum Beispiel mit solchen Sandflächen und Totholzhecken, damit die sich zum Beispiel, wenn sie Kühle benötigen, einfach verkriechen können. Das könnte man jetzt auch zum Beispiel mit einer Steinhaufen sehr gut bewältigen. Was bei mir jetzt auch vermehrt vorgekommen ist, diese Steinhaufen sind auch optimal, um Tigerschnäkel oder Weinbergschnäkel anzusiedeln. Bei mir im Garten sind da welche gekommen. Das freut mich wirklich sehr, dass da ich mal Tigerschnäkel bei mir am Hügelbild an einem Steinhaufen entdeckt habe. Und die bilden halt einfach das natürliche Gleichgewicht zur Wanderschnecke, glaube ich. Also diese braune Nacktschnecke, die halt so ziemlich sehr gefräßig ist und alle Pflanzen auffressen. Gehört halt auch mit dazu. Und so kann man halt sich als zum Beispiel viele verschiedene Nützlinge ansiedeln, zumal jetzt auch Echsen und Reptilien auch Schnecken gerne verzehren. Ja, eine Weinbergschnecke! Vermehre dich hier, guter Freund. Vermehre dich bitte hier. Oh. Schaut euch die hier an. Ist sie nicht wunderbar? Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass man solche Maurerziegel, also die kenne ich zum Beispiel aus meiner Schulzeit, wo ich Praktikum gemacht habe auf dem Bau. Die war sehr prägend, die Zeit, und es war auch sehr anstrengend. Also wenn man sowas gemacht hat, dann weiß man, was richtige Arbeit auch zum Teil ist, mit der Landwirtschaft auch. Es sind sehr anstrengende Berufe. Und da habe ich jetzt gesehen, dass man diese Mauerziegel, weil die solche Löcher haben, also solche Rillen, dass man die als Teil von einem, von einem selbstgebauten Insektenhotel auch mit nutzen konnte, dass sich da halt Insekten und Wildbienen halt mit ansiedeln. Das habe ich jetzt zum Beispiel gesehen und die Inspiration möchte ich euch natürlich auch mitgeben, dass sich halt auch gerne Insekten dort mit so ansiedeln. Also das kann man auch gut damit nutzen. Was man auch machen kann mit den Steinen, so kleine Teiche mit ansiedeln, zum Beispiel unter Wasser kleine Steine auslegen, wenn man einen Teich anlegen möchte. Das nehmen halt zum Beispiel Kaulquappen oder andere Wasserlebewesen auch als Unterschlupf, als Schatten, wenn es mal richtig heiß wird, dass man da den einfach sozusagen Unterschlupf und Raum gibt. Und solche Steine haben halt wirklich einen wunderbaren Nutzen im Garten. Es ist wirklich vielfältig nutzbar, also das kann man für allerlei Sachen auch verwenden. Ich habe die mal zum Beispiel auch mal bei neben Beete ausgegriffen, auf denen
den draufzusteigen, zum Beispiel bei diesem Biberfußdachziegel, da verteilt sich jetzt das Gewicht und man tritt jetzt nicht ganz so viel Erde platt, muss man weniger umgraben. Und wie gesagt, ich nutze sehr gerne solche Steine im Garten, die Biberfußdachziegel, die ich jetzt hier habe, oder vermehrt im Garten, da habe ich mal ein Jahr von meiner Permakultur in seinem Garten ausgeholfen und da hat der halt sein Dach abgedeckt von seiner Scheune, da wollte dieses neu verkleiden mit Plastik. Und bei uns im Wertstoffhof ist es halt so, dass die Dachziegel, die nicht in vollem Maße nehmen, also nur ein bisschen, und der hat ungefähr 500 Stück und die nehmen vielleicht von 51 oder so. Das hat dann ewig gedauert und dann hat er die mir einfach zu mir im Grundstück und Schrebergarten gebracht und mit denen baue ich halt sehr gerne etwas. Also die kommt man recht günstig, die Leute werden sie halt nicht so schnell los. Und wenn man sagt, ich würde die gern haben, dann bekommt man diese Dachziegeln ziemlich flott. Und zum Beispiel von den Waldgeistern habe ich gesehen, dass in der Sonnenfalle von 1000 Dachziegeln gebaut haben, um dort Tomaten anzubauen. Also es ist eigentlich so ziemlich alles möglich, man kann kleine Klimazonen schaffen. Und was ich auch noch hinweisen möchte, bei sehr vielen Leuten sind Steine beliebt, aber bitte baut keine Mono-Steingärten, wo dann überhaupt nichts wächst, weil das ist dann schon wieder zu viel des Guten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch etwas in die Kommentare schreiben und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und mein Projekt erzählt. Empfiehlt ihnen doch einfach diesen YouTube-Kanal und meine Webseite, dass halt immer mehr Menschen auf mich aufmerksam werden und diese mir helfen, das Permakulturprojekt weiter aufzubauen. Und natürlich findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung und natürlich auf meiner Webseite. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Genießt die wunderbaren schönen Sonnentage, lasst euch von den wunderbaren Steinen aufwärmen und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao!